So, nächster Tag. Gestern hat es derartig geregnet, dass wir irgendwann aufgehört haben zum Filmen. Dann waren wir vielleicht noch ein bisschen unterwegs, so bis 5 in der Früh. Dementsprechend, wie geht's dir heute? Na gut. Aber dafür gibt es eins ein Menü für den leichten Kater, und zwar Trüffel. Ich glaube, das ist optimal, weil dann hat man diesen Trüffelgeschmack auch noch im Mund. Trüffelboutique, oder? Trüffelboutique, ja. Da geht es jetzt hin. Wir sind etwas spät dran, weil wir ein bisschen abwarten haben müssen, um sozusagen. Jetzt fahren wir da hin. Hoffentlich geben sie uns einen Tisch nicht her, weil wir jetzt Trüffelpasta oder irgend sowas mit Trüffel. Status-Update. Mir ist immer noch schlecht. Ist ein bisschen eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Genau, ja. So ist das entstanden, oder? Das ist der Grund, warum ich nicht so gern Öffi fahre, weil auf einmal ist eine Demo und dann kommt die BIM nicht. Ja. Und jetzt haben wir unsere Reservierung verpasst und jetzt gehen wir dafür... Wir müssen woanders hin. Woanders hin, weil dorthin wäre es irgendwie 2 Kilometer und jetzt gehen wir aber so zum Reichsmuseum da so rauf und da gibt es dann sicher auch was zu essen. Also ja, ab in die Richtung. Uber hätte jetzt für die paar Minuten 60 Euro kostet. Ja, 58 Euro Wahnsinn. Für 2 Kilometer fahren. Schau, jetzt kommt die Police, jetzt gehen wir drüber. Jetzt gehen wir, ich mag keine Demos, die sind so laut. Das nervt, ja, deswegen fahre ich lieber Uber. Aber 60 Euro für 2 Kilometer ist wirklich ein bisschen weit, oder? Ein bisschen teuer. Ein bisschen teuer, ja. Es hat gerade voll geregnet, aber jetzt ist es besser. Ja, ich hoffe, es bleibt, weil so wie gestern. Ja, das war das, nicht normal. Aber es hat heute 8, 9 Grad mehr als gestern. Das ist auch schon mal ein bisschen angenehmer. Absurd, was da so zusammengebaut haben. Irgendwie, das ist so ein bisschen zusammengeschustert. Da ist so ein bisschen Kanal wieder und dann so halb schief und das Haus fällt halb um da. Also, und überall diese Radfahrer, die ganze Zeit. Wirst, wenn du nicht schaust, überfahren. Aber das kann ich mir ans letzte Mal, wo wir da waren, auch erinnern. Das war echt gefährlich, wenn du an der falschen Stelle stehst, ist vorbei. Jetzt sind wir beim Reichsmuseum. Oder wie der Julian sagt, Rixmuseum. Das Rixmuseum. Ja, wenn wir mit der Sprache noch nicht so anfreunden können, aber es klingt alles so ein bisschen deutsch wie... So, du hast damals gewohnt in der Bib. Die Bib, und das heißt aber wie? Die Bib. Die Bib, ja. Die Bib. Da ist eigentlich schon wieder so ein Beispiel. Ja. Da steht so ein einzelnes Haus. Da drüben dann so mega viel Straße, da gehst du über die Brücke und da unten fährst du mit dem Boot. Also die ganze Stadt mit diesen Kanälen ist so zusammengeschustert, man kann es nur so sagen. Und es regnet. Toll. Jetzt regnet es wieder. Ja, jetzt setzen wir uns dann in so ein Boot und fahren eine Runde. Na, zuerst muss man was essen. Zuerst mal was essen, ja. Das ist sicher irgendeine Botschaft oder irgendwer, hätte man gesagt, oder Politik oder so irgendwas. Ja, wir müssen da zur Glas, zum Museum reingehen. Ich war da schon einmal. Was ist das schon für Musik? Pirates of the Caribbean, nein, oder? Genau. Oder? Ja, genau. Keine Ahnung. Nein. Vom Stil her und dann gehst du nach drinnen, auf einmal ist es voll modern. Voll so groß und abgehängt. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir das anschauen, aber da gehst du sicher so 2 Stunden oder so. Ja, und heute ist nicht der optimale Tag für mich. Genau, Museum ist ja bei Regenwetter. Oder gibt es noch andere Beschwerden? Ja, andere Beschwerden gibt es noch. Welche denn? Da geht man dann raus und dann ist dieses Isle of Amsterdam. Nein, das steht da nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Haben sie das abmontiert? Sie war schon lange nicht mehr da, ja? Das ist immer da vorne gestanden. Ja, genau. Nein, das haben sie, glaube ich, 2019 weggemacht. Okay. Weil da, wie ich da war, war das schon weg. Aber man muss sagen, die Stadt ist schon ein bisschen dreckig. Also wenn du so ein bisschen links-rechts schaust, so im Vergleich Graz-Wien, ja, und dann schaust du runter, also, weiß ich nicht, aber... Aber es ist schon eine coole Stadt. Also die Straße, es ist jetzt nicht besonders sauber. Ja, aber dafür sind coole Häuser. Ja, es ist eine schöne anders. Architektur ist das. Das gibt es eigentlich nirgends. Hast du einen Fax gekriegt? Kennst du das? Kenn ich. Wenn man so einen Zettel hat, dann hat man einen Fax gekriegt. So, da gibt es einen Hotdog. Ich sag da, es wird jetzt ein Hotdog, weil ich habe schon so einen Hunger. Und es ist mir jetzt egal, bevor wir dann noch was suchen. Weil wir gehen ja um 20.30 Uhr essen, oder? Ja, also, aber ich möchte mich irgendwo dann hinsetzen. Ja, da kannst du am Stehtisch hinstellen. Jetzt kannst du so aus dem Schirm Perspektive, kannst jetzt so das Hotdog, cheers. Die Kamera liegt im Schirm drinnen, falls ihr euch wundert, warum das so komisch ausschaut. Zum goldenen Würstel Amsterdam. Du isst ja noch, du bist ja noch gar nicht fertig. Ja, heute habe ich ein bisschen Probleme mit dem Magen, weißt du. Ah ja, wegen der Magen-Darm-Grippe. Genau, weil habe ich nicht so gut vertragen, das holländische Essen da. Mhm. Ich würde geben 7 von 10, weil da hat es 4 verschiedene Soßen zur Auswahl gegeben. Dann kleingehackte Zwiebeln. Senf und noch irgendwas. Zwiebeln, frischen geröstet. Der Würstelverkäufer, der war sehr nett. Und jetzt kommt natürlich wieder der volle Regen und deswegen
schlendern wir in die Stadt. Sag einmal, was als Indoor-Activity genannt worden ist. Okay. Als Indoor-Activity ist tatsächlich, glaube ich, Platz 2 oder 3 für Amsterdam, ist du fast mit der GVB. Und man muss wissen, die GVB sind nicht die Grazer Verkehrsbetriebe, sondern das heißt da in Amsterdam. Das heißt so, in Amsterdam gleich. Ja. Ist es die BIM und die U-Bahn und so weiter. Bessere Indoor-Activities haben sie. Das ist die Indoor-Activity und dann das Reichsmuseum und Anne Frankhaus und dann ist irgendwie ja, fertig. Ja, dort muss ich nicht hin. Und wir könnten mit dem Boot fahren, aber das will der Julia nicht, weil der wird schon seekrank. Ah, super Indoor-Activity, könnte man mit ihm da fahren. Was ist das Gewusst, dass im Sommer die Amsterdam-Menschen, wie nennt man die? Die Amsterdamianer. Amsterdamianer, die hupfen da ein und gehen da baden. Was? Da, in die Drecksuppe? Ja, richtig grausam. Von der Villa von vorher, ja, springen sie dann da rein. Und dann fahren sie mit dem Boot. Weil eine ehemalige Schulfreundin, die lebt ja da, und da sehe ich immer, wie sie da baden gehen. Ja, dann kommen wir im Sommer her und springen wir da gemeinsam rein. Nein, danke. Und perfekt. Im Winter, wenn man Glück hat, ist alles zugefahren, dann kannst du die ganzen Krachten mit den Eislaufschuhen. Ja. Dann kannst du auch eine springen probieren, das tut halt dann weh, aber ja. Sonst... Nein, aber da kannst du dann Eis laufen, das ist auch cool. Also ich finde noch immer dieses Haus Wahnsinn, ja? Das Range Rover schön. Vor der Tür, ich meine, das ist ja die Top-Adresse überhaupt. Jetzt gehen wir da schauen, was das ist, das interessiert mich jetzt. Also der sagt schon einmal, in Uitrid Verhoeden, NB. In Uitrid Verhoeden. Du kannst aber da durchgehen. Aber das ist für das alles gemeint. Weil da steht was das ist das? Atlas? Tax Lawyers. Ups. Das sind Anwälte. Anwälte und was ist Fiszalisten? Ist Steuerberater. Aber was ist Fiszalisten? Keine Ahnung. Aber da ist wieder so cool. Ich finde das so cool bei den Grachten, wenn man da so runterschaut. Das ist ein begrüntes Boot. Ein Hausboot, ja. Ja, aber das hat eine Wiese oben am Dach. Würdest du da wohnen wollen, auf so einem Hausboot? Wieso ist denn da kannst du ja einlegen in das Boot. Ja, manche haben nicht mehr als so ein Hausboot. Ich habe übrigens noch keine Fotos gemacht auf der ganzen Reise. Nehmt sie aber mit. Vielleicht packen wir sie jetzt aus, die Kamera. Weil jetzt regnet es gerade ein bisschen weniger. Ich habe keinen Bock, 7 Sachen zu halten. Und die Verena hat sich jetzt von ihrer Magen-Darm-Grippe kurzzeitig erholt. Und deswegen kann sie jetzt wieder filmen, dann kann ich ein paar Fotos machen nebenbei, oder? Da hätte jetzt ein Tesla fast. Ja, hab ich gesehen. Den Radlfahrer zusammen. Aber es wundert mich, dass da nicht regelmäßig irgendwer stirbt, aber so krass es ist, weil... Wird wahrscheinlich eh so sein. Die fahren mit dem Rad da, das ist ja abnormal. Du hast gestern übrigens gesagt, es ist noch nicht Weihnachten, da ist überall Weihnachtsbeleuchtung schon. Ja. Schau, die winken alle. Ah, das ist von Halloween. Dia de los Muertes. Aber es ist ja noch gar kein Halloween. So, das sind so die richtigen originalen Geschäfte, da so mit dem Dings, da so die Antiquitäten, so Vasen, schaut ein bisschen griechisch aus, jetzt kommt der richtige Regen und je mehr man dann so reingeht, umso weiter kommt man dann in die Innenstadt. Zu den schönen Grachten. Zu den Grachten. Aber jetzt, wenn es so regnet, können wir kein schönes Foto machen. Aber Rikscha geht immer. Da muss man bei jedem Café warten. Und raus nochmal reinkommen. Mexikanische Kartell, weil drinnen hängt schon wieder der Dia de los Muertes, oder? Nein, irgendwie so Dia de los Muertes. Also. Ja, irgend sowas, der Totenkopf hängt schon wieder drinnen. Warte, jetzt hört es ein bisschen auf zu regnen. Gehen wir lieber schnell weiter, vielleicht finden wir irgendwas. Oder wir sitzen einfach da heraus, so wie das die Einheimischen machen. Die Einheimischen. Da sitzt jeder draußen. Ist wurscht, ob es regnet. Es fährt ja jeder mit dem Rad, egal wie es regnet, und wird dann vom Tesla überfahren. Das ist aber noch, da kannst du selber ansetzen, die Tulpen. Ich möchte aber die fertigen Tulpen haben. Das kosten ja teilweise auch Tulpen ein paar hundert Euro, oder? Die ganz ja, aber teuren. Nicht da bei diesem Markt. Aber so, es gibt schon so Spezialsachen. Ja. Schauen wir mal weiter. Willst du ein paar mitnehmen? Ja, die halten sich ja bis morgen. Ah, da gibt es Tulpen. Da gibt es wirklich Tulpen. Ja, wie er gesagt. Da so blaue. Oder die ist schauen das aber irgendwie unecht ja, aus, oder? Das ist Papier, scheiße. Da gibt es schon welche. Aber die haben wir besser vorgestellt. Die sind ein bisschen klein. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich gebe es jetzt auf, gibt es doch keine Tulpen. Nächstes Mal kommen wir im Sommer. Wann blühen Tulpen? Im Frühjahr, Sommer? Im Frühjahr ist die Tulpenblüte. Im Frühjahr fliegen wir daher und träumen einen Strauß Tulpen. Hoffentlich regnet es dann nicht. Ja, genau. Weil das ist ein bisschen nervig. Ja, das ist total nervig. Da hätte ich lieber gern so ein kleines Fahrzeug, das ist super. Es hat vorher noch kleinere gegeben, da ist so eine allein gefahren damit. Vielleicht kann man es irgendwo ausleihen. Das ist
Einsitzer. So, wir brauchen jetzt ein Bakery, hätte gerne ein Croissant. Und ja, irgendwas vielleicht. Süßes hätte ich auch gerne. Da sind wir jetzt schon fast mitten in der Stadt. Ich glaube, wir sind schon mitten in der Stadt, oder? Hab da nicht deine Strobe-Waffeln? Strobe-Waffeln. Strobe, weil Stormtrooper ist von Star Wars noch immer. Sind. Ich habe echt ein Talent schon und das ist wirklich Orientierung, wenn wir schon mal da waren oder wenn ich es fotografiert habe. Da kann ich mir Orte relativ gut merken, ja, weil tatsächlich sind da die Strobe-Waffeln. Stormtrooper-Waffeln. Da muss man sich sogar da schon anstellen, das ist schon krass. Ja, man muss sich da überall anstellen. Ja. Aber da waren wir eh gestern schon und da hast du mir versprochen, dass ich eine kriege. Jetzt kriegst du ein Stück. Ein Stück, ja. Mehr schaffst du eh nicht, weil die sind ja so süß. Die macht die da live. Die bereitet das da links, rechts zu. Ah ja, genau. So, 22 Euro für zwei Raspberry, Waffeln. Strawberry. Ein Wasser, irgendeine Marke und ein Cappuccino. Ein Mini-Cappuccino. Ist es worth the hype, die Stormtrooper-Waffeln? Ich habe gedacht, die Schoko ist schon fest. Das mag ich eigentlich nicht so gern. Nein, das machen sie ist ja gut. Nicht gut? Das doch, ist schon gut, aber... Das ist für 24 Euro nicht so überzeugend geklungen. Nein, das habe ich mal frischer erwartet. Aber kostet selber mal. Not worth the hype, sagen wir, die oder? Die Stormtrooper-Waffels? Es war schon gut, aber so viel besser als die, die man im Geschäft kriegt, waren sie jetzt nicht. Und du kannst fast die ganzen nicht wegessen, da wird das schlecht. Weil so viel Schoko und so viel, was ist dazwischen? Karamell ist zwischendrin. So ausgiebig wie Mittagessen irgendwie. Ja. Und für vermutlich 8 Euro pro Strohwaffel. Nein, I don't know. Ja. Es ist schon teuer. Also da kann man sagen, not worth the hype. Echt? Das ist das erste Mal, dass du das sagst. Und das ist da noch ein bisschen Schoko. Ja, du auch. Okay, lässig. Aber nochmal zurück zu den Strohwaffeln. Schau dir bitte an, was für ein Geschäft das ist, wie viele Leute da jetzt stehen. In der kurzen Zeit, was die Umsatz machen, das kostet ja nichts im Prinzip. Die 3-4 Mädels, was da drinnen stehen haben, rechnen sie alle mal. Aber natürlich Standort gut. Ja, das ist voll die Touristenabzug. Seit 1921 gibt es das schon. Von der Familie Stroop. Stimmt, steht drauf, ja. Ja, deswegen heißt es so. Bei der Eingangstür ist das Wappen noch original im Glas, wenn man darauf schaut. Da ist wieder. Jetzt fängt schon wieder so arg zum Ringen an. Jetzt habe ich gerade einen Cappuccino drum und bin saumüde. Was ist der Rundfahrt Pro? Also ich glaube, das ist die Rundfahrt. Rundfahrt, ja. Ja. Ich finde, das schaut so surreal aus irgendwie. So ein bisschen eine Mischung aus Harry Potter und weiß ich nicht. Es ist einfach so mit den Farben auch so reingestellt da irgendwie. Mit diesen Kanälen. Also es hat schon was. Amsterdam muss man ja, sagen. Ja, es schaut schon cool aus. Gegenüber ist Cheese da. Und da spielt da liegt gerade wieder ein DJ auf. Der DJ vom ADE. Also es ist ziemlich skurril. Und das Wetter ist nicht so cool. Beschissen. Da dieses schmale Haus mitten rein, links, rechts zur Straße. Wie krass ist der Kontrast, bitte? Ich finde, das schaut so surreal aus alles. Irgendwie auf europäische Art so surreal, wie wenn du in Dubai irgendwo stehst. Da schaut auch alles irgendwie, also haben sie da nicht hingehört aus. Und da ist es so zusammengebaut. Früher sowieso Fuß am Bau hoch 10 und jetzt modern einfach reinclasht. Das ist das Ergebnis und da ist der nächste Radunfall. Wieder ja, das sind die Kannibalen, da oben sieht man es schon drin. Nachdem das Essen wieder nicht so funktioniert hat zu Mittag, gibt es jetzt Kannibalenessen, also Fleisch, Steak, oder? Steak, ja, Kannibal Royale. Tatsächlich war ich schon einmal da vor ein paar Jahren. Bin mir nicht ganz sicher, ob es da war, aber ich glaube schon draußen hat es so ausgesehen. Es gibt mehrere von denen. War extrem gut und ich habe da, glaube ich, 800 Gramm Fleisch gegessen, also recht viel. Das war okay. Intens letztes Mal. Ja, und das sind die Kannibalenmasken, wo muss man schauen. Habe ich schon ein paar Mal gehört, dass das ein Geheimtipp ist. Wirklich? Ja. Aber es war Reservierung, alles frei, voll viel available, aber jetzt kommst du rein und es ist eigentlich voll. Ja, und es haben sich zwei weggesetzt, müssen, es wird uns am Tisch. Gleich rausgeschmissen. Und am Weg her hätte man schon diverse Damen auswählen können, also sind sie ja schon 10 Chessen in der Auslage. Ja. Also perfekte Nachbarschaft. Ich glaube nicht, dass man das kommen darf. Da werden sie nicht so Freude haben, dann kommst du raus und legt dann nicht auf. Da wirst du aufgefressen. Ja. Ich werde das Lee exzeptionell nehmen und Sweet Potato Fries dazu. Thank you so much. Ja, da habe ich was Großes bestellt. Schau, da gibt es dann so ein Salz. Das ist so, na, das ist ein anderes Lokal. Das ist nicht da. Kannibale. Kannibal Royal, schau, was man da für ein Messer gekriegt hat. Ja. Sag einmal her. Jetzt kostet man das, dann werde ich das sagen, wie das schmeckt. Medium Fähnchen ist schon drinnen. Ordentliches Stück. Zuerst muss man ja nochmal noch.
Schneiden wir mal in der Mitte durch. Ja, es ist auf jeden Fall Medium. Gut. Die Leute wollen ja sehen, wie es schmeckt. Sehr gut. Das war, hat sich nichts verändert, sagen wir mal so. Super. Gute Entscheidung, dass wir wieder hergegangen sind. Sehr gut, dann wäre ich einmal kosten Mahlzeit. So, jetzt machen wir so. Das ist Chimichurri. Chimichurri. Und? Schmeckt sehr gut. Habe ich noch nie gegessen, ein Flanksteak. Keine Ahnung, was das genau ist, aber schmeckt gut. Mahlzeit. Und hast du was aufgegessen? Ich bin gerade im Food-Koma so ein bisschen. Intens, 600 Gramm plus Beilage plus Mojito oder Caipirinha, aber jetzt schon wieder vergessen. Das ist der Pornstar Martini. Das ist für einen Pornstar. Da ist ein Löffel drin. Boah, der ist gut. Den muss man so jetzt ausdrücken. Gibt's da nicht irgendwas, wenn man Bier mit Löffel trinkt oder so, dann ist man mehr betrunken, als wenn man es normal trinkt? Das mit dem Strohhalm. Ja, ist das wahr, Frau Doktor? Ich wüsste die Erklärung dafür nicht. Weil warum soll das irgendeinen Unterschied machen? Cheers. Boah, ist sehr gut. Was ist dein Fazit? Also ich würde geben Cannibal Royal Amsterdam. Das ist im The Pipe, gell? Nicht The Pip, sondern The Pipe. The Pipe, ja. The Pipe, ja, haben wir gelernt. Würde geben, schwierig, 9. Ehrlicherweise würde fast 9,5 geben, aber das Lokal ist zwar cool eingerichtet, das zum Sitzen ist aber kein 9,5. Essen ist aber 9,5 auf jeden Fall. Aber man muss immer Spielraum nach oben lassen, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und da waren wir vor 2017, jetzt ist 23, vor 6 Jahren und damals war es schon so gut. Es hat sich nichts geändert, also Hut ab. Muss man ja auch halten, wenn man gut ist. Und in dem Sinne würde ich auf jeden Fall das Steak empfehlen. Was war das? 600 Gramm. Linda Kotelett übersetzt. Ja. Die Steak Fries waren übrigens nicht larger, wie man sie ja schon kennt, weil das geht gar nicht, sondern die waren extrem knusprig. Hat sich auf jeden Fall aufgezahlt. Cheers. Mir hat es auch sehr gut geschmeckt. Wirklich? Ja, was würdest du geben? Ich gebe auch 9,4. Warum nicht 10? Ja, weil man da schon am Hochtisch sitzen. Ja, eben, sage ich, das ist nicht so. Das ist nicht so bequem, weil das geht, aber. Na, 10 finde ich ist bei mir Nussret und 9,5 ist Cannibal Royale. So gut wie Nussret, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Also, jetzt wollen wir doch wohin gehen, oder? Ja, das geht schon. Dann haben wir kurz geschaut und irgendwie. Alles ausverkauft. Ist alles ausverkauft, aber zum Glück haben wir die Instagram Connections und dem haben wir mal geschrieben. So, wenn, wäre es ein cooler Abend. Wir verraten nicht, wer es ist. Da sitzen schon alle mit Anzug und DJ legt auf. Der DJ hat schon ausgegrinst. Also? Wenn wir sie gefilmt haben. Okay, habe ich nicht checkt. Das ist The Pipe, gell? Falls du es nicht wusstest. Das ist so ein bisschen das künstlerische Alternativviertel da wieder hergebracht fürs gute Steak. Ich finde, das ist so ein bisschen das reale Amsterdam irgendwie. So. Wenn du da so schaust, Kebab. Kebab, das ist der Kebab ist der Ring. Nein, aber ich meine, schau mal, unten ist immer der Shop, ja. Erstens da immer 100.000 Fahrräder und Dreck. Und da ist so der Shop und drüber wohnst. Und du kannst von da einfach zuschauen, wie die da oben Fußball schauen. Dann holst du irgendein Kebab-Menü. Und wenn du alternativ brauchst, neue Haare, dann ja, das ist für die Frauen shoppen. Da von den Austern, die kaufen sich da ihre Produkte. Ja. Wie wär's mit einer neuen Frisur für dich? Das Rot gefällt mir ganz gut. Ja. Stell dir mal vor. Schaut super aus. Vor allem schaut das überhaupt nicht künstlich aus. Nein. Ich finde das schaut noch am natürlichsten aus, aber alles andere schaut ja mega künstlich aus. Wir fahren jetzt mit unserem neuen weißen Auto heim. Das ist so ein Einsitzer-Auto. Nein, schau, das ist ein Zweisitzer, das du haben wolltest. Genau so eins habe ich gesucht. Das brauchen wir für zu Hause. Das finde ich wieder so, das ist eher so halb Stock, fast Keller eigentlich. Und ist einfach irgendein Restaurant. Ich meine, ist gerade zu, aber finde ich krass, was die machen. Und da ist so ein Barbershop. Barbershops haben wir nicht viel gesehen eigentlich. Gibt's nein, habe ich noch gar keinen gesehen. Aber ich finde es das so, dass aus dem Keller das nutzen, aber der schaut original aus dem coolen Sessel. Und Social Media Ringlicht, damit das man ein bisschen TikTok. Was magst du für einen Schnitt haben, Edgar? Edgar.
Und das ist so die typische Eingangstür, da wohnst du, da gehst dann rauf. Und die Stiege rauf ist original gleich schmal wie die Tür und geht dann so rauf. Mm, und da fallst du dann runter. Blöd, ne? Das ist immens krass da. Und dann ist wieder ein großes Restaurant inzwischen. Und da immer die gleichen Türen, schau. Das, schau mal, da siehst du es gut, da siehst du es ganz genau. Da ist das Tor aus, von da Film rüber. Und da gehst du rauf. Es ist wirklich, halt Platz ist da immens. Da ist ja jedes Haus so schmal, das ist ja nicht einmal 10 Meter breit teilweise. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Schau, das ist undenkbar. So ein Eck rein. So was gibt's für uns nicht. Das wird es bei uns nie geben, ja. Oder da so eine Tür ganz schmal, klein rein. Und es sind extrem viele Leute auf der Straße. Es ist voll viel los. Es ist viel los. Man, wahrscheinlich wegen EDI, aber ich glaube, da sind generell die Leute mehr heraus. Und das ist ja heute gesehen beim Regen. Die Leute gehen nicht rein. Bei uns, wenn es regnet, siehst du niemanden auf der Straße. Ja, denen ist das wurscht. Ja, ich glaube auch, denen ist das eher egal.